Hier ist es auf jeden Fall nass. Ich will mich erstmal umgucken. Was haben wir hier? Da ist die eine Tür. Granaten. Ja, sehr gerne. Auf den Materialien steht Dynamit. Sie sind völlig durchweicht und nutzlos. Schade, damit hätte man bestimmt irgendwas Tolles anstellen können. So, links oder rechts? Ich gehe mal hier lang. Da müssten wir theoretisch unter dem Aquaring sein. Wo die Haie rumgeschwommen sind. Oh Gott, was passiert hier? Da liegt ein Hai. Ich kann anvisieren. Das heißt, er lebt noch. Ja, ohne Wasser ist nicht mehr so geil, hä? Kleiner Penner. Blub, und da zappelt da rum, der kleine Willi. Oh, scheiße. Okay, ich glaube, das gefällt mir nicht so gut. Na, okay, passt schon. Die Durchflusssteuerung, sie hat keinen Strom. Der Generator für die Durchflusssteuerung. Gehen wir nach unten, bitte. Das Ding sieht aus, als würde es ihnen einen Stromschlag verpassen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gehen wir erstmal wieder zurück. Ist auf der anderen Seite vom Hai noch irgendwie, der lebt doch selten. Jetzt vor dem Rumlauf. Nee. Da schnappelt der zu. Moment. Nee, ich kann nicht einen annehmen. Der ist scheinbar wirklich tot. So, wo war der Hai jetzt? Da ist nicht voll in den Reinlauf. Okay, ich muss erst den Strom aktivieren. Zappel? Zappel? Nein. Nein. Ich muss den Strom aktivieren für da unten. Wo mache ich das? So, hier müsste noch das hier sein, ja. Geh ich da mal hin? Theoretisch war da, da oben war doch so eine Steuerkonsole, die hier rumgesprungen sind. Das Magnum-Munition. Die nehme ich doch auch sehr gerne mal mit. Damit ist dieses Inventar schon wieder voll. Das ist eine Leiter. Okay, noch alles ist eng zusammengepackt. Hier sieht's aus wie auf einer Müllkippe. Von mir aus. Wo kommen wir da raus? Ah, in der verschlossenen Tür. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Okay. Das war jetzt eine Abkürzung zurück. Aber. Ah, wir haben das Wasser abgelassen. Mhm, damit ist auch das Wasser weg und wir können dann nicht mehr. Dann müssen wir hier lang. So, aber weil ich ja nochmal dahin will, wo die Haie vorher waren. Habe ich jetzt leider einen kleinen Umweg, den ich nehmen muss. Ich hoffe, dass es sich lohnt, dahin zu laufen, dass da noch irgendwas geht. Ja, da ist nämlich alles noch rot. Aber nein. Schauen wir nochmal die Maus. Hier, der Gang ist rot, weil da noch Kraut liegt. Das heißt, da gibt's nichts. Hier, was war denn hier jetzt nochmal? Hier ist der Steuerraum. Hat da noch irgendwas rumgelegen? Weiß ich nicht. Hier ist der Strom aus, den müssen wir aktivieren. Das heißt, hier ist noch was, was man machen kann, deswegen ist hier rot. Okay, da muss man auch noch irgendwas machen können. Ah nein, da lag noch das Erste-Hilfe-Set rum. Ja, aber was haben wir hier jetzt gewonnen? Was haben wir hier jetzt bekommen, außer Munition? Wir haben das Wasser abgelassen.
Aber das muss für uns doch auch irgendeinen Effekt haben. Weil im Prinzip sind wir da rein, haben das Wasser abgelassen und haben damit einen Weg zurück freigeschaltet. Und das jetzt auch noch nur, dass wir wieder zurückkommen. So, da liegt noch ein kleiner Hai rum. So, wir haben die Tür, da waren wir schon drin. Müsste der Raum sein, wo die Tentakel Wurzel Dinger sind. Was? Dieser Tank aus, aber es kaputt und kann nicht verwendet werden. Okay, die scheinen mir gar nichts zu machen. Was haben wir hier noch? Eigentlich nichts mehr, ne? Da könnten wir doch eigentlich wieder zurückgehen. Da müssten wir ja theoretisch im Hauptgebäude jetzt irgendwas aktiviert haben. Was uns hier jetzt weiterbringt. Wir haben nichts gemacht, wir haben nur das Wasser abgelassen. Ich kann mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass das alles war. Ich muss hier unten noch irgendwas machen können. Ich gehe nochmal in den Kontrollraum. Der ist nämlich noch rot. Ist das überhaupt der Kontrollraum? Ach, da unten war der Kontrollraum. Alles scheint wieder normal zu sein. Ich gehe nochmal da runter. So, hier ist nämlich noch rot. Hier muss. Hier liegt halt noch ein Item rum. Da weiß ich nie, ob es jetzt an. Vorsicht, falls der Öldruck fällt, Ventil 2 öffnen. Gut. Hätten wir das mal besser vorher gelesen. Ja, egal. Wir haben es geschafft. Kann ich hier jetzt noch irgend. Das Wasser wurde bereits abgelassen. Ja, das wissen wir. So, können wir hier noch irgendwas machen? Befindet sich ja im Normalzustand, damit brauchen Sie sich nicht mehr zu befassen. Können wir hier noch irgendwas machen? Druckhammer wurde bereits abgesenkt. Das heißt, wir haben hier nichts anderes gemacht, als das Wasser abzulassen. Muss kurz nachdenken, überlegen. Was hat mir das jetzt gebracht? Hier komme ich einfach nur wieder zurück. Und hier müsste ich theoretisch den Strom aktivieren, den ich aktuell nicht aktivieren kann. Oder kann ich da vorne? Moment, wo war das jetzt? Hier, ne? Ja. Liegt hier hinten noch irgendwas Brauchbares rum? Nein. Ich gehe noch mal dahin. Ein Experimentmonitor. Anscheinend wurden hier Daten über Haie gesammelt. Ja, okay, das macht sogar Sinn. Na, zappelst du wieder rum? Ja, beruhig dich doch mal. So, hier kann man überall nichts benutzen. Diverse Geräte, sie haben keine Ahnung, wo so zieht ist, wofür sie dienen. Ich bin fest davon überzeugt, der wacht nochmal auf. Achso, ja doch, wir haben Strom, wir kriegen nur einen Stromschlag. So rum war's. Generator für die Tür, heben nach oben drücken. Ja. Jetzt ist der Strom wieder aus. Durchflusssteuerung hat keinen Strom.
Ach, ich sehe es abblinken. Ich sehe es abblinken. Ach, ich sehe es abblinken. Der kleine Penner. Der nimmt bestimmt ins Wasser. Der ist tot. Generator ist durchgebrannt. Aha. Du kleiner Penner. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ich will aber weder Granaten noch Magnum-Munition wegwerfen. Das heißt, ich muss jetzt theoretisch an die Kiste laufen, um dann wieder hier runterzukommen, den Schlüssel zu holen. Ach, das ist doch... Sorry, Leute. Aber die noch gehört hat dazu kommen. Zappel. Zappel. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da aufpassen muss, dass der mich nicht nochmal beißt beim Vorbeilaufen. Da ist mir einfach noch eine Spur zu aktiv. Weil ich sagen muss, der ist ganz schön widerstandsfähig. Also. Der pimmelt da an Land rum. Ist juckt. Aber ja gut, dadurch ist der Weg ja doch um einiges kürzer, muss ich sagen. Ja, es ist halt so. Man hat halt die Lauferei mit einem vollen Inventar. Das gehört zu dem Spiel dazu. Leiter, ja bitte. Und dann sind wir... Da ist die Tür. Jetzt klettern und dann sind wir schon wieder da. Ach nein. Hier ist ja erstmal noch der Bienenflur. So, dann gehen wir da mal rein. So, jetzt aber komm. Da rein. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ob der Sound noch da ist. Ja, perfekt. Ja, sorry, aber das hat mich geprägt. Mal in die Kiste. Und in die Kiste. Ach, wir haben ja noch das Serum. Können wir damit jetzt noch irgendwas anfangen? Gerade genug für eine Dosis. Okay, Timeshot lesen. Einfach wieder in die Kiste packen. So, da holen wir uns den Schlüssel. Das Buch behalte ich mal. Wenn ich das Buch jetzt dann dabei gehabt, hätte ich den Schlüssel mitnehmen können, ich weiß. Aber so kann es halt passieren, dass ich mit dem Schlüssel irgendwo hinkomme, wo ich das Buch vielleicht brauche und dann auch hätte zurücklaufen müssen. Dann wäre es wahrscheinlich aufs Gleiche rausgelaufen. Ah, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Da. Kann man das Buch lesen hier auf dem Tisch? Nein, okay. Ich kam es gerade so auffällig aufgeschlagen vor.
Wenn wir da jetzt die Tür rein können. Ist der Weg ganz gut. So, da sind wir doch schon wieder unten. Holen uns den Schlüssel. Jetzt noch mal da rein, ne? Ja, genau. Hast du auf? Dankeschön. Ah, da ist ja nicht ganz so aktiv. Okay, der Kamerad ist weg. Der ist endgültig tot. Residenzschlüssel mitten in der Galerie steht da drauf. Ich hab's schon gesehen. Prüfen. Das Wort Galerie ist eingraviert, okay. Ja, war ziemlich offensichtlich, aber ich weiß nicht, ob man den Schlüssel vielleicht nur benutzen kann, wenn man es auch triggert, wenn man ihn benutzt. Anguckt. Ah, der ist doch noch an. Okay. So, dann sind wir hier fertig. Gehen wir mal in die Galerie. Dala. Dann müssen wir hier unten komplett fertig sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir kommen hier nie wieder hin. Das heißt, eigentlich hätte ich auch noch Erste Hilfe. Das wird schon so passen, wie ich es gemacht habe. Das weiß ich nur nicht. Sollte ich nochmal speichern? Sonst muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen, wenn was passiert. Da ist die Galerie. Ach komm, ich geh mal rein. Was soll denn schief gehen? Ablegen, ja bitte. Da liegt ein Pistolenmagazin auf dem Tisch. Und da kommen Bienen angeflogen. Tür ist verschlossen. 003. Da hinten liegt was. Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Sie hält etwas fest. Insektenspray. Oh, ihr kleinen Drecksviecher, wie ich jetzt doch eine Idee habe. Gefährlich, um weiterzugehen. Ah, ich hab lasst mich! Lasst mich! Drecksviecher. Ah, schnell! No, ausgemoved des Todes. Ja, was wollt ihr denn machen? Können wir jetzt durch das Loch mit dem Insektenspray das Nest zerstören? Das würde mich ja sehr freuen. Herrlich. So, wie sieht die Gesundheit? Ah, das sieht alles noch gut aus. So, ich hoffe, dass da nicht noch irgendwelche Bienen. Nope, da wollte ich nicht rein. Ich hoffe nur, dass da nicht noch irgendwelche Bienen übrig sind, sondern dass jetzt einfach alle trotzdem wieder unsere Ruhe haben. So, noch eins weiter. So, bis
Pistolenmagazin. Nehmen wir bitte. Sehr, sehr gerne. 003. Was haben wir da hinten? Ein Residenzschlüssel. Prüfen. Und 03. Hatten wir noch eine 003er Tür? Haben wir überhaupt noch verschlossene Türen? Wir haben jetzt hier die 003er Tür. Da ist noch eine Tür. Der Typ sieht ganz schön fertig aus. Ich glaube, der wurde ein bisschen verstopft. Wir haben hier die 03er Tür. Wir haben den Schlüssel genommen. Brauche ich nicht mehr. Ablegen. Okay. So, aber hier war doch auch noch mit. Der Verriegelungsmechanismus nicht verwenden. Aha! Aha! Ach scheiße, die Pupillen! Moment. Grün war die 6. Orange. Oder gelb war die 5. Und lila war die 4. Hallo? Also. Ich rede jetzt von den Billardkugeln, ne? Also ich denke mal, das ist klar. Wir haben die Augen. Grün, orange, rot. So, das ist jetzt das grüne Auge. Und der grüne die grüne Billardkugel war die Nummer 6. Die gelbe Billardkugel war die 5. Und die lilane Billardkugel war die 4. Mehr kann ich hier auch nicht machen. Okay, das muss ich mir nochmal überlegen. Ich gehe erstmal gucken, was hier drin liegt. Farbband. Eine Schreibmaschine. Gibt's hier auch eine Truhe? Gehen wir da rein, gucken, was hier ist. Ein Bart. Die Wurzeln einer Art Riesenpflanze ragen aus der Wand. Der Hahn am Waschbecken funktioniert anscheinend nicht. Voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen, ja bitte. Da ist etwas in der Badewanne. Ein Dolch mitnehmen, ja. Wir haben ganz schön viele Verteidigungsgegenstände im Moment, kann das sein. Wurzeln, klar. Ja, ja, ja. Ach, ich drücke hier immer zu schnell. Okay, mehr scheint es hier nicht zu geben. Ist hier noch irgendwas? Seifen, Kosmetika. Alles Produkte der Marke Umbrella. Ja komm, wir speichern da jetzt einfach mal. Na, da ist die Schreibmaschine. Jupp. Und, ja, da habe ich mal einen Fehler gelernt, Freunde. So, gehen wir hier mal weiter. Der Schrank sieht sehr verdächtig aus. Aha, was haben wir hier noch? An der Wand befindet sich eine riesige Pflanze. Sie ist von einem Schwarm wütender Motten umgeben. Die Bäume versperren ihnen die Sicht. Der Schrank, der sieht so... Der sieht so...
Außer es könnte man irgendwas damit machen. Das Regal steht voller roter Bücher, ein weißes Buch steht dazwischen mitten. Ah, okay. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Absterben führen. V-Jolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßem Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. UMB Nummer 3 rot, gelb 6, gelb, UMB Nummer 7 grün, UMB Nummer 10 orange, VP 017 blau, V-Jolt dunkelbraun. Was brauchen wir noch? Damit ist es erstmal interessant. Das müsste das hier sein. Ja. Ja, wo ich Dokumente finde. Und noch was? Ich kann jetzt das rote Buch hier reinstellen. Die Einbände der Bücher scheinen eine Art Muster zu bilden. Zwei Bücher vertauschen. Okay, das sind die Füße. Die müssen dahin. Zwei Bücher vertauschen. So, das muss dann wohl dahin. Ja. Dahin. Aha! Ich sag doch, der Schrank sieht viel zu auffällig aus. Aber ich will da noch nicht rein. Ihr seht dann noch warum. Versteht das Augenrätsel nicht.